Ein Weltmeister als Partner, da macht Paarlaufen Spaß. Ist scheinbar einfach. 6 Mädels und 5 Jungs sind beim Nachwuchslehrgang dabei. Dieses Verhältnis täuscht allerdings gewaltig. Die Grundproblematik besteht natürlich darin, dass im Paarlaufen halt viel zu wenig Jungs da sind. Aber das ist halt irgendwie nicht nur ein deutsches Problem, sondern halt ein internationales. Für den Paarlauf eignet sich zudem nicht jeder. Die Erfahrungen des 5-maligen Welt- sowie 4-maligen Europameisters nutzen für den Verband ein Segen. Voraussetzungen für Mädchen sind: Je kleiner, desto besser. Also man redet da ungefähr von 1,50 Meter bis 1,60 Meter, würde ich sagen. Bei den Jungs, je größer, desto besser, je stärker, desto besser. Eigentlich müsste der Nachwuchs daher vermessen werden. Das findet jedoch nicht statt. Pirouetten, Spiralen sind relativ einfach zu erlernen. Richtig gefordert werden die Läufer bei Würfen und Hebungen. Da braucht's Mut. Beim Off-Eis-Training führt Zelkovi die Anfänger behutsam mit einfachen Übungen an Hebefiguren heran. Ohne seine Hilfestellung und auf Schlittschuhen wäre dieser Versuch für Veronika übel ausgegangen. Kopf voraus, Absturz. Erst wenn im Trockentraining alles sicher klappt, darf auf dem Eis geübt werden. Paarlauftrainingszeiten in Deutschland sind jedoch rar, kompetente Trainer ebenso, auch Grund für den Paarlaufmangel. Paarlauf findet nur an wenigen Orten statt im Moment. Das sind wir daran, das zu ändern. Derzeit gibt's mit Oberstdorf, Berlin, Chemnitz und Stuttgart nur 4 Standorte. Heißt, wer dort nicht lebt, muss umziehen oder kann seinen Traum nicht leben. Talente gehen so verloren. Das möchte Zelkovi ändern. Denn einige Kids sind Paarlauf begeistert. Es macht Spaß, wenn man ganz oben ist, weil dann denkt man, es ist ein schöner Ausblick. Den darf Nicole aber nur mit dem 5-maligen Weltmeister genießen. Jawohl. Ah. Ja, Schweinchen, Theo. Jawohl.